Hallo Mitspieler, mein Name ist Star Low Riot und ich begrüße euch zur 91. Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Unser Job ist es im Moment hier, dieses Terminal zu hacken. Und ich habe gerade gesehen, dass ich das an und für sich auch mit meinen Spezialisten wieder mal aus der Ferne hätte machen können. Danny Nero ist ein bisschen zu weit weg, denke ich. Der sieht diese Terminal nicht. Aber wenn ich mal an Emma gehe, die ein bisschen weiter vorne sitzt, die könnte diese Situation auch mit ihrer Drohne klären. Weiß ich gerade nicht, was ich besser finde. Weil eins ist sicher, wir müssen in dieser Runde müssen wir hier den Schalter umlegen, dass wir die Mission generell geschafft haben. Wir haben hier im, sag mal, Map Osten, ob das nun wirklich Osten ist, keine Ahnung, haben wir noch Gegner. Die wurden uns hier gemeldet und in der nächsten Runde wird hier auch eine kleine Truppe landen. Das heißt, wir müssen auch ein Empfangskomitee irgendwie aufbauen. Ja, wie verteile ich da meine Leute? Möchte ich zum Beispiel, dass Joshu wenigstens noch mit der Pistole schießen kann? Weil er muss ja in Deckung. Er kann ja hier nicht offen in die Richtung stehen. Oder möchte ich ihn hier oben hinsetzen, dass er dann allerdings auch erst nächste Runde losballern kann, bin ich mir noch nicht so sicher. Weil ich glaube, dass wir erstmal versuchen sollten, auch bei den Jungs hier unten so viel Schaden wie möglich anzubringen. Deswegen behalte ich ja schon mal schussbereit, würde ich sagen, ne? Ja. Rücke vor! Okay. Pistolen. Feuerschutz! Okay, ja, irgendwie würde ich die ungern hier nach rechts offen lassen, wegen der möglichen Gegner, die da noch sind. Aber ich glaube, da werde ich keine andere Wahl haben. Okay, volle Deckung. Jetzt komme ich. Und schon mal überlegen, ob man da nicht hier den Landeplatz schon mal irgendwie wieder versaut, dass sie runterkommen und gleich richtig bekommen. Also ich glaube, das ist wertvoller, wenn ich sie in den Feuerschutz setze, oder? Ja, glaube auch. Na los, zeigt euch! Tja, ja, na. Ich glaube, ich werde es eine Drohne machen lassen, damit ich Jana wieder näher ranführen kann. Weil die Schicht hier hacken kostet ja auch einen halben Zug. Dann könnte sie sich noch beispielsweise bis hierhin bewegen ans Fenster und wäre dann fertig. Ja. Gut, dann schick mal los, Emma. Umgehe Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht kann ja ein richtiger Hacker da auch noch ein bisschen was rausholen. So, hacke dich in diese Workstation. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Einnahmen aus der aktuellen Region um 25 erhöht. Der Hackwert dieses Soldaten wird dauerhaft um 20 gesteigert. Ach, das wäre natürlich toll, aber 32%. Sie liegt mit ihrem Technologiewert über diesem Netzwerkterminal, was sicherlich auch ein Bonus ist. Ja, aber was macht dieser Bonus aus? Ich weiß es nicht und ich riskiere es mal. Komm. Oh, komm. Naja. Missioni schafft aber kein Boni. Minus 1-5, bestätige erfolgreiche Bergung der Advent-Daten. Aber Vorsicht, Feinde rücken zu ihrer Position vor. Eliminieren Sie den Widerstand und mögliche Verstärkungen. Werden wir. Okay, du gehst hier in Deckung. Zu Befehl. Du bist dann fertig für diese Runde. Diana, wo möchten wir dich denn hin haben? So, überall wunderschöne, volle Deckung. Na, ist doch ganz schön weit weg, also zum Schießen wird das wahrscheinlich nicht reichen. Würde ich lieber hier hinstellen. Was ist denn das für eine Deckung? Auch eine volle. Ja, ich glaube, die ist uns auch recht. Verstanden, Brücke aus! So, nun richte bitte dein Schießgewehr in diese Richtung.
und warte mal kurz ab. So, Boss Lady. Hätte auch lieber eine schönere Deckung. Was kommt da in Frage? Viel ist das ja nicht. Hier könnten wir uns hinstellen. Hier, wenn ich sie hier hinstelle, befürchte ich doch wieder, dass das Ding im Weg steht, dass da wieder irgendwas nicht hinhaut. Okay, machen wir dich hier hin, weil dann kannst du auch ein bisschen hier nach rechts decken. Falls sich da irgendwas bewegt. Okay. Feuerschutz. Jo, und dann haben wir noch den Danny. Der Danny macht hier einfach einen Schritt um eine Ecke. Und ist schussbereit, würde ich sagen. Legen wir endlich los. Juti, dann Feuerschutz und Landung. Oh, Schildplatte sehe ich. Mech. Und einen normalen Soldaten. Okay, verteilt euch. Habe Blickkontakt zu einer Edwin-Stellung. Danny. Schöner Schaden. Schildzerstörer. Fünfer Schaden. Siebener Schaden rausgenommen, sehr gut. Diese Runde keine extra Schilder rausgenommen, auch klasse. Tja, steht da ein Zerlehner da. Oh, wo kommen die denn auf einmal her? Und was haben wir denn da? Im Vergleich zu anderen Spezies ist dieses Exemplar geradezu anmutig. Ach, und hat sehr starke psionische Messwerte. Na, das passt mir ja gar nicht. So von hinten. Und was hat der hier? Fünf Schilde? Und unzählbar hier diese Ecken? Oh ja, 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 ja. Und wer weiß, was dieses Viech kann. Sieht so aus, als wenn das Ding so ein paar Klappen dran hat, die aufgehen und wo komische Sachen rauskommen. Und sie guckt hier in die Richtung. Oh, 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 oh. So, und hier hinter ist noch ein Sektoid. Was auf der Sektoid ist doch genau das Richtige für die Jana. Nee, es wird nicht, weil Jana ja noch ja nicht säbeln. Na doch, säbeln kann sie ja. Waren das hier drei Gegner? Das habe ich eben nicht gesehen. Ist anzunehmen, dass das drei Gegner sind, wa? Könnte hier hingehen und könnte säbeln. Ach, da ist er, da ist er. Alles klar. Okay. Ja, steht schlecht, wenn sie reniert und säbelt. Das ist ein bisschen blöd. Eieieiei. Irgendjemand, den wir... Die beiden könnten wir eventuell mit einer großen Granate zusammen naden, wenn wir Jana hier wegkriegen. Oder Emma. Nicht Jana, wir kommen jetzt auf Jana. Jana, was wird das hier? So, die Frage, wen machen wir denn jetzt zuerst kaputt? Wir müssen die Schilde schreddern. Tja, Boss Lady. Boss Lady ist leer. Ist ja natürlich super glücklich. Nachladen. Holen wir sie uns! So, was kannst du? Du kannst 62 auf ihn und 52%? Wieso 52%? Das Ding schwebt da einfach so in der Luft. Das hat, was weiß ich, 1,80 Meter Radius oder Durchmesser vielmehr. 200. Zeig mal, wärst du denn gut zu nehmen oder EB? Na, das ist blöd. Wir müssten versuchen, eine Granate hier in die Tür vom Zug zu schmeißen. Das Ding da drin irgendwo hochhält. Oder so. Ja, sieht man nicht, ob jetzt vorne mit dran ist. Emma mit dran ist. Okay, dann müssen wir warten. Müssen wir Emma irgendwo anders hinsetzen und dann schmeißen wir nochmal ordentlich Zeug rein. Okay, Emma.
Gehst rein und schießt auf den Sektoiden da links. Wenn das nicht hinhaut, muss Jana noch ein bisschen nachhelfen. Rücke vor! Okay. Kannst du ihn schaffen? Ja, sehr gut. Feind neutralisiert. Beförderung verdient. Okidoki, Jana. Hast du eigentlich irgendwas dabei? Brandbombe. Kannst du das Ding hier... ist aber zu kleiner Radius. Brauchen wir was größer ist. Und Schreddern hast du einfach einen schlechten Winkel. Also ich weiß ja im Moment gerade ja nicht, wovor ich mehr Respekt haben sollte vor ihm hier. Ich meine, wenn er hier mit seinem Pum 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 mit seinem Mörser kommt, die machen 5er Schaden. Die sind so eher so für Flächen vorgesehen, aber er nutzt die ja öfter mal auch auf einen Einzelstehenden. Und 5 Schaden, die kann man ab. Und bei ihm hier, was könnte er können? Ja, wichtig ist, dass wir auf jeden Fall schreddern müssen, wie blöde. Damit ihr hier hingehen und diese Schredderkanone ausprobieren und dann hoffen, dass sie durch den Zug geht und den Insektoiden noch mitnimmt. Gib mir mal nochmal sie hier. Hallo? Was macht... Ich wollte nicht, dass sie wirft. Nein, was soll das denn? Oh no. Völlige Fehlbedienung wieder. Ich wollte jetzt hier schon Schade anklicken und irgendwie hat er die Granate. Da kann ich ja vom Glück reden. Dass er hier nicht die eigenen Leute genadet hat. Mann, was für eine Scheiße wieder. Sorry, dass ich da so das vulgäre verfalle. Nervt, ja. Gut, dann pass auf. Schmeißen wir so, dass er vorne gerade so drin ist. Dann müsste ja hinten auch ein bisschen was ankommen. Machen wir einfach. Hat nur noch 4 Schilde, eins hat er schon verloren. Wieder 2 Schilde runter. Oh. Cyber Nero. Natürlich ist auch noch Plasma. Plasma ist so klein. Do it. Schaden eigentlich auch nicht so doll. So, Sensei. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Du hast ja auch ein paar Special Moves drauf. Schusssäge. Dreimal auf dasselbe Ziel. Die Waffe kann... Also 8er Schaden haben wir schon gesehen im Critical Fall. Ne? Also sie könnte mit viel Glück 24 Schaden machen auf 3 Feinde. Beziehungsweise 3 Schüsse auf jeden Feind. Blitzschnelle Hände werde ich auf jeden Fall nehmen, weil die uns nichts kosten. Ist der Sektoid zu weit? Und könnte hier schon mal... Blitzschnelle Hände ist doch aber mit Pistole, oder nicht? Ja. Na, kannst du schon mal... Kick mal Schaden, 3 bis 6. Critical, 6er Schaden, okay. So, und dann ist er so noch dran. Jetzt dreimal mit der Pistole auf selbe Ziel, würde für ihn sicherlich reichen. Das wäre schon toll, wenn wir den wegkriegen könnten. Und auch nur noch T-Rex und Sensei. Aber wenn er hier ihn mit der Pistole kaputt macht... Könnte T-Rex danach ihn hier festnageln, unter Druck setzen, dann könnten wir ihn uns in der nächsten Runde vornehmen. Okay, Sensei, Schussserie. Konfrontation. Aus Konfrontation schießt er ja bis auf 2 von den 3. Der Sektoid sieht er ja nicht. Okay, Schussserie. 49? Wieso 49%? Los, komm, bring 2 von 3 rein.
Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Mann. Fehlschuss. What the? So, was kannst du? Jetzt kannst du immer noch irgendwann mit der Pistole schießen. Ja, dann schießt du einfach nochmal mit der Pistole. Du wirst ja wohl von viermal, wirst du doch wohl schaffen, einmal zu treffen mit dem Ding. Ging doch vorher auch mit Blitzschnellhände, also. Aber halt nochmal fest, er hat fünfmal mit der Pistole geschossen. Das finde ich schon ganz gut. So, dann muss T-Rex wohl auf das Ding gehen. Wie sieht's denn aus mit Gasbau? Oh, die ist ja schön groß. Weil die macht Schaden, nehme ich mal stark an, bei der Detonation und danach noch Folgeschaden. Oh, das muss ich aber irgendwie so hinkriegen, dass mehr Leute davon sterben. So ungefähr. Köpfe unter! Mach mal Gas. Pump. Sehr gut. Haben wir die alle weg? Gut, jetzt hat er natürlich einen Salvenfred. Oh, ne, ja, was ist das jetzt? Sie kann praktisch nochmal. Ist ja wunderbar. Ich würde gerne wissen, warum. Hat sie jetzt eine extra erweiterte, erhöht kritische Trefferchance? Nee, ist alles normal. Salve, das Abfeuern oder Waffen von Granaten oder der Einsatz schwerer Waffen als erste Aktion. Ah, sie kann jetzt immer Granaten werfen und dann noch schießen. Na, das ist ja mächtig. Super, dann geht der Plan ja doch einigermaßen auf. Ihn jetzt mit einem Imitationsgerät ablenken oder unter Druck setzen. Ich glaube, Imitationsgerät bietet sich ja fast mehr an. So viel, schauen wir mal. Ne, schauen wir mal ein bisschen weiter weg, damit du nicht so gute Chancen hast. Und am besten nicht so nah bei uns ran hier. Kriegst du denn hier oben hin? Ja. Mal sehen, was er dazu sagt. Auch das Imitationsgerät kenne ich ja noch nicht so. Aber er scheint hinzugehen, er scheint das Ding nicht zu mögen irgendwie. Zwölfer Schaden. Ach ey. Ja, blöd ist natürlich nun, dass er aufs Dach gegangen ist, weil das ist ja natürlich für so einen Viecher ein Vorteil. Ich bin schon angesenkt! Was? Auf da. Wird nicht gekokelt. So, irgendjemand muss jetzt zusehen, dass wir den sehen können. Und ich glaube, dass wir den Sensei mal, ne, hier oben raufsetzen. Schon unterwegs! Der sieht ihn nicht, ist natürlich strange. Na los, zeigt euch! Okay, T-Rex, du kannst naden. Hier oben ist irgendwo ein Feind. Ah, oh, da sieht man ihn wieder. Jetzt ist er wieder da. Okay. Dann. Werfe Granate! Bricht er nämlich durchs Dach und hat diesen Höhenvorteil nicht mehr. Und Granaten finden wir generell toll. Sehr schön. So, und jetzt kannst du noch ballern, hast aber kein View, siehst nix. Bist du in einer schön vollen Deckung, dann... Bestätigt, Überwachung läuft. Schütze einmal das Feuer. So, wer hat denn überhaupt Sicht? Danny kann... Ja, Danny kann. Das ist natürlich... Zu wenig. Haben wir doch mal hier... wird Danny von hier was sehen können? Ich denke schon. Jetzt komme ich. Er sieht nichts mehr. Also gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Warum hast du denn kein View? Hat eine gerade Linie und zu weit kann das doch nicht sein. Ich meine, wenn er ihn von hier sieht. Gut, wir haben hier Jana, Boss Lady. Sie kommt jetzt nicht rüber, weil sie dann verbrennen würde. Na, ist ja super. T-Rex.
T-Rex kann ja auch naden und dann... Da war der T-Rex? Vertausche ich die jetzt gerade? Ich glaube, ich vertausche die gerade, ja. Boss Lady hattet ihr noch nicht. Boss Lady kann schreddern. Und das war's. So. Noch ein bisschen weiter schon weg unterwegs. Von der Kokelei hier. Und könntest ja mit dem Raketenwerfer einfach mal hier dahin. Boom! Durchs Fenster halt? Nee, durch die Mauer. Und hat jetzt das Loch in der Mauer. Bringt das den anderen jetzt irgendwas, dass sie hier vielleicht was sehen? Nee, oder? Beta. Beta kann zwar weit laufen, bringt uns aber in diesem Fall auch nicht so viel. Komm, bis wo kommst du? Befehl bestätigt. Hierüber. Bin dabei. Ich ärgert, dass wir so wenig Schaden auf den bringen. Ich meine, gut, wir haben ihn fast fertig. Aber dass kaum einer ihn sieht, ist blöd. Bestätigt, Überwachung läuft. Der Typ, der muss sich ja auch nicht unbedingt bewegen, um irgendwie Schaden bei mir zu machen. Mit unserer Spezialistin. Gibt's jetzt eigentlich allen so richtig gut? Heilung, was zeigt mir an? Hier fehlen 3. Hier fehlen 2. Heben wir uns mal auf. Famous Last Words. Okay. Bin dabei. Geh hier hin. Irgendjemand, der speziellen Schutz benötigt vor dem Viech. Können wir hier Übernahmeprotokoll. Ach, das könnte man ja auch. Den Gremlin kannst du hinschicken. Sehen kannst du aber nicht. Das ist aber auch doof. Holen wir uns diesen Bot. Na, zeig mal, Miss Power Hackerin. So, schalte die Einfolge überall aus. Betäubung 77%. Ja. Machen wir einfach mal. Jo. Mal was geschafft. Okay. Hallo. Die Taste wurde gedrückt. Bitte zur Kenntnis nehmen. Kinderspiel. Ja, deaktiviert. Jetzt haben wir noch Zeit, ihn abzuledern. Sehr schön. Der Mac macht hier ein kleines Schläfchen. Und wir werden dies auch tun. Ich mache eine kleine Pause, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Let's Play, Tipps oder Anmerkungen, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.